Lieber Gerald, ich habe einen schönen Titel für das Video. Und zwar, wenn der Lernraum zum Traum wird. Und da möchte ich fast am liebsten mal mit dem Albtraum anfangen, weil ich habe mal ein bisschen Revue passieren lassen, wo ich den ersten Kontakt zu dir aufgenommen habe. Das war 2013, als ich mein Büchlein geschrieben habe. Und auch 2013 habe ich einen Film gesehen, Alphabet von Erwin Wagenhofer. Und der zeigt ja eigentlich eindrucksvoll, was in China abläuft, also diese Industrialisierung des Lernens. Und irgendwie sind es jetzt 8 Jahre her, aber wir sind immer noch nicht weiter an den Punkt dieses Industrieprodukts, Schule. Und gut, da konnten wir uns bisher immer so ein bisschen wegschieben. China ist ja weit weg, das hat mit unserer Schule nichts zu tun. Und jetzt kommt so ein kleiner Virus daher. Der kommt jetzt auch gerade zufälligerweise aus China. Aber es ist ja völlig egal, wo der herkommt. Nur es zeigt sich jetzt für mich speziell als Eltern von 3 Kindern, die in der Schule sind, wie dieser kleine Virus unser Schulkonzept, das wir bisher gelebt haben, so total aus dem Ruder wirft. Was ist das letztendlich schiefgelaufen? Ja, wir haben ja ein sehr institutionalisiertes Schulsystem. Das kann man auch nicht oft genug sagen, dass wir einfach übernommen haben aus den Generationen, die vor uns da waren. Im Grunde genommen hat sich an der Schule in den letzten 50 Jahren oder vielleicht sogar noch länger gar nichts geändert. Es ist immer noch das alte Schema und auch die alte Vorstellung, dass den Kindern etwas beigebracht werden muss. Und es gibt dafür entsprechende Lehrpläne. Und es gibt Erwachsene, die offenbar meinen, sie wüssten, was diese Kinder später in der Welt mal und vor allen Dingen im Berufsleben brauchen. Und an dieser Art von Schule, die sozusagen an ihren Unterrichtsplänen, an ihren Lehrplänen, auch an ihren Methoden und dann auch an der Lehrerausbildung so festhält, wie das bisher geschehen ist, ist gewissermaßen das, was in den letzten 20 Jahren global passiert ist, offenbar vorbeigegangen. Die sitzen noch in der alten Welt. Und man könnte fast sagen, sie erhalten auch diese alte Welt dadurch, dass sie ständig Kinder hervorbringen, die dann als Erwachsene das Wichtigste verloren haben, was man eigentlich für diese neue Welt braucht. Das ist die Freude am Lernen. So. Und so einfach ist das im Grunde genommen. Und jetzt, also die Diagnose ist relativ einfach. Also wir bräuchten für das 21. Jahrhundert Schulen, in denen kein einziges Kind seine ihm angeborene Freude am Lernen verliert. Das werden wahrscheinlich auch fast alle unterschreiben als Forderung. Und wenn man dann aber fragt, wie soll denn das, also was müsste denn passieren, dass kein Kind mehr seine ihm angeborene Freude am Lernen verliert, dann wird es schwierig, weil wir dann alles anders machen müssten. Also auch nicht nur in der Schule, auch im Kindergarten und auch im Elternhaus. Denn dann dürfte man keinem Kind mehr das Gefühl geben, dass es belehrt wird und dass es bewertet wird. Es dürfte also kein Kind mehr das Gefühl haben, dass es zum Objekt von Erwartungen, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen, Unterricht, Erziehung oder wie immer man das nennt, gemacht wird, sondern die Kinder müssten das Gefühl haben, dass es da Erwachsene gibt, die ihnen helfen wollen, die Welt zu verstehen. Und das heißt, man muss dem Kind eigentlich die Gelegenheit geben, interessengeleitet, also von seinen eigenen Interessen und von seinen eigenen Fragen aus, Hilfestellungen zu geben, dass das Kind seinen Weg findet und sich auch selbst sucht. Und das deckt sich natürlich hundertprozentig mit dem, was da auch aus diesem Gebiet in den letzten 20 Jahren immer deutlicher geworden ist, aus dem ich komme, aus der Hirnforschung. Lernen ist ein Prozess der Selbstkonstruktion. Das kann man nicht von außen machen. Also es kann immer nur ich kann was lernen. Und ich mache das nur, wenn ich Lust drauf habe. Und ansonsten kann mich jemand zwingen, was zu lernen, aber dann ist das eigentlich kein Lernen, sondern das ist Dressur und Abrichtung. Das heißt, mit diesem auf diese Weise mir beigebrachten Wissen werde ich mich niemals identifizieren. Ich lehne es innerlich eigentlich auch ab, kann aber unter Umständen in der Schule dieses Wunder vollbringen, dass ich mich so sehr mit meiner eigenen
dass ich so sehr meine eigene Entdeckerfreude und Gestaltungslust unterdrücke, um dort einigermaßen gut zu funktionieren, dass dann eben diese Entdeckerfreude und Gestaltungslust weg sind und dann kann ich alles lernen, was mir andere Leute sagen, nur das ist nicht meins. Das ist, also ich bin irgendwie, spiele ich da so eine Art Rolle, mache das. Die Eltern und vielleicht auch die Lehrer freuen sich noch darüber, wenn, zumal dann, wenn ich das besonders gut kann und dann mit 1,0 Abitur mache. Aber dieses 1,0 Abitur ist dann auch eher eine Art von Qualifikationsmerkmal für eine besondere Anpassungsfähigkeit, dass ich nämlich als Schüler die Prinzipien in der Schule relativ gut durchschaut habe, dass ich meine eigenen lebendigen Bedürfnisse möglichst gut unterdrückt habe und deshalb dort auch besonders gut funktionieren kann. Das ist ehrlich gesagt Mist und das können wir uns auch nicht mehr länger leisten. Aber um das zu ändern, müssten wir praktisch die gesamte gegenwärtige Schule einschließlich Lehrerausbildung und vor allen Dingen auch die Erwartungshaltung der Eltern komplett verändern. Und da ahnt jeder, dass das ein Prozess ist, der nicht so schnell geht. Und deshalb kann der nur schrittweise erfolgen. Und jetzt kommt Corona und führt uns regelrecht vor Augen, dass das so nicht mehr gehen kann. Ja, das funktioniert nicht. Es gibt wohl Kinder, die doch noch irgendwie ihr eigenes Interesse bewahrt haben, die sich für irgendwas interessieren, für Maikäfer oder für Raumfahrt. Und wenn man denen einen Rechner gibt und dann wühlen die da drin rum, dann finden die auch was. Und ich habe sogar schon welche gesehen, die haben sich die Photosynthese selbst beigebracht, weil sie es wirklich interessiert hat. Ohne Lehrer, aufgrund von irgendwelchen Lernprogrammen. Das sind aber, also ich wage nicht zu schätzen, wie viele es wirklich sind. Es ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Die Mehrheit der Schüler, sagen wir mal 2/3, haben in der Schule oder schon im Elternhaus ihre Freude am Lernen verloren, warten darauf, dass ihnen gesagt wird, was sie lernen sollen, warten auf die Blätter und Aufgaben, die ihnen da zugeteilt werden und sind schon eigentlich diese braven Pflichterfüller, die eigentlich in der zukünftigen Welt keine große Chance mehr haben. Also da kommt es nicht mehr darauf an, dass wir Leute haben, die Pflichten erfüllen und Aufgaben abarbeiten, sondern mitdenken, selbst gestalten, Freude an dem haben, was man tut und so. Das wären die Qualifikationen für das 21. Jahrhundert. Und es ist nicht so leicht, diesen Weg jetzt zu schaffen. Was da bei Corona passiert, ist eben jetzt, dass ein paar davonziehen. Die nutzen diese Möglichkeit, dass sie jetzt mal ohne Lehrer endlich mal lernen können, was sie wollen. Und die sind dann aber in der Schule gar nicht mehr in den alten Schulklassen zu unterrichten, weil die sind längst davon geflogen. Und die anderen sind auf der Stelle getreten, weil die keine Lust hatten aufs Lernen. Die haben dann ihre Zettel da abgearbeitet, aber gemerkt haben sie sich davon wahrscheinlich auch nicht viel. Und die haben solche Defizite, dass dann erstmal in der Schule aufgeholt werden muss. Und man hört ja schon, dass die Lehrer, wenn mal Präsenzunterricht doch stattfindet, feststellen, dass der Unterricht gar nicht mehr geht, weil die Unterschiede zwischen den Schülern zu groß geworden sind. Und jetzt wird wieder mit dem alten Mittel weiter versucht, dem zu begegnen. Also jetzt muss massenhaft Nachhilfe erteilt werden oder gar eine Aufholjagd in Gang gesetzt werden, um noch mehr Lernstoff in die Kindergehirne zu bringen. Also das ist alles ziemlich absurd. Das wird wohl scheitern, aber ich kann noch nicht sagen, ob das jetzt schon reicht, ob wir vielleicht noch so eine Krise brauchen, bis das Schulsystem endlich an sich selbst zugrunde geht. Also ich erlebe es jetzt gerade, mein Jüngster in der 5. Klasse ist ja im Präsenzunterricht. Und wegen Corona wurde die Klasse geteilt in 2 Klassen. Und man kann freigestellt auch noch von zu Hause aus lernen. Jetzt soll also eine Lehrkraft gleichzeitig in 3 Räumen sein. Sie soll also die Kinder, die zu Hause sind, vom Rechner, Tablet unterrichten, in der einen geteilten Klasse und in der anderen. Also ich wusste, dass Klonen schon so weit ist, aber dass Klonen so schnell geht, innerhalb von wenigen Tagen war mir neu, weil es müsste ja 3 identische Lehrer geben. Ja, das sind die hilflosen Versuche, mit dem Alten das Neue zu bewältigen. Ja, also die Idee ist gut, aber die Umsetzung, daran hakt es. Also ich merke, wie mehr und mehr die Lehrer frustriert sind von den politischen Vorgaben.
die jetzt irgendjemand sich immer noch ausgedacht hat, genau wie du sagst, um an dem Alten festzuhalten. Der Unterricht hat sich auch nicht geändert. Er ist eigentlich, wenn ich so zugucke, gleich, absolut gleich wie zu analogen Zeiten. Also einer sitzt da, jetzt halt vom Bildschirm, am Rechner, und der gibt halt einen Unterricht, jetzt halt digital. Aber die Kinder, die hinter dem Rechner sitzen und die Kamera vielleicht aushaben, die machen was völlig anderes, als was sie in der Schule gemacht hätten. Das ist so ein kleiner Aufbruch, so wie du sagst. Die fangen an, jetzt das zu tun, was ihnen mehr Spaß macht. Ja, aber es ist, glaube ich, ein tiefer liegendes Problem, und es ist eben nicht durch irgendwelche kleinen Maßnahmen zu verändern. Das Problem, was wir haben, ist, dass eben ähnlich wie bei der Debatte um die Corona-Maßnahmen die Mehrheit der Meinung ist, das sei alles richtig. Hm. Und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, also nennen wir es jetzt mal des Wahlvolkes, kann sich nicht vorstellen, dass ein Kind gerne aus sich selbst heraus lernt. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung kann sich auch nicht vorstellen, dass Kinder aus sich selbst heraus leistungsbereit sind. Also die kennen das ja auch gar nicht, weil die sind ja selbst in Schulen gewesen, wo sie ihre Freude am Lernen und am Tätigsein systematisch verloren haben, und deshalb glauben die, das sei total in Ordnung. Und dann hörst du halt, heißt es auch, das tut denen doch gut und dann müssen die durch und anders geht es nicht. Und dann sieht man plötzlich, dass das so eine ganz ungünstige Vorstellung in den Köpfen der meisten Erwachsenen ist. Und dann wird plötzlich klar, warum auch die Politik gar nicht anders kann. Mhm. Stell dir mal vor, du wärst Politiker und du würdest jetzt beschließen, dass du diese Art von Schule abschaffst. Von heute auf morgen, ja. Du behältst keine Woche alles. Nein, natürlich abgewählt. Und zwar auch von den Medien und auch von den Eltern und von allen, die meinen, sie müssten jetzt irgendwie auch noch was dazu sagen. Und dann heißt es, die Veränderung, die wir uns vielleicht wünschen würde, die geht eigentlich erst dann, wenn die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, also derjenigen, die wählen gehen, zu der Überzeugung gelangt sind, dass das, was wir da im Augenblick in den Schulen treiben, eigentlich etwas ist, was nicht mehr in die Zeit passt. Aber ist ja gut, jetzt kommen wir ja so ein bisschen von dem Albtraum zu dem eigentlichen Traum, weil durch Corona hat ja jetzt jeder wieder erlebt, wie Schule eigentlich schon immer war. Weil genau das Gleiche kennt er ja aus seiner Zeit. Man muss lernen, man muss lesen, schreiben, rechnen lernen, Fremdsprachen. Das ist ganz wichtig. Und plötzlich ist jeder wieder auf sich zurückgeworfen und soll als Erwachsener Entwicklungshelfer sein. Also er soll wieder gucken, dass die Schule wieder läuft. Und er merkt eigentlich, dass er gar nicht damit zurande kommt. Ja, aber es ist nicht ganz so einfach, weil die meisten Eltern spüren jetzt, dass ihre Kinder wieder in die Schule wollen. Mhm. Und denken, dass das doch so ist, dass die da gerne hingehen. Ja. Und da denken die offenbar auch, dass die dorthin gehen, weil sie wieder lernen wollen. Mhm. Und das, was den meisten gar nicht klar ist, ist, dass die Schule neben dem Unterricht noch eine ganz andere Funktion hat, nämlich das ist der einzige Begegnungsraum, also eigentlich der einzige freie Raum, in dem Kinder spielerisch ausprobieren können miteinander, was so alles geht. Mhm. Und der ist ihnen jetzt geraubt worden. Und danach haben sie Sehnsucht, ja, mit den anderen zu spielen, den Lehrer auszutricksen, mit anderen Streiche auszudenken, sich über irgendwas zu unterhalten, was ihnen da wichtig ist, miteinander zu spielen. Spielerisch eigentlich zu entdecken, wie was geht. Ich habe selbst noch in meiner Schulzeit die wichtigste Erfahrung gemacht, die mich durchs ganze Leben getragen hat. Ich habe gelernt, wie man Spickzettel macht. Das war auch toll. Und bis heute bin ich dankbar dafür, dass ich gelernt habe, komplexe Sachverhalte, also Integralrechnung so runterzuschreiben, dass das auf so ein kleines Stück Papier passt. Und dann hast du es gelernt, weil es musstest du so oft schreiben, bis es so klein war. So oft immer wieder nicht nur schreiben, sondern neu komprimieren. Und dass ich dann am Ende, was da auf dem Zettel stand, konnte ich gar nicht mehr lesen, aber ich wusste es, was drauf steht. Da gab es den Trick mit dem Kugelschreiber, der durchsichtig war, dann konntest du ein Papier genau in diese Klarsichthülle vom Kugelschreiber reinmachen, aber du musstest in Mikroschrift schreiben.
war ja, richtig aufwendig. Das sind Erfahrungen, die braucht man dann vielleicht fürs ganze Leben. Vielleicht hat mir das geholfen, dann später in dem, was ich bis heute mache, dann auch so relativ gut zu werden, dass ich komplexes Zeug relativ gut komprimieren kann, so dass es also das Wesentliche noch da ist, aber dass ich mich nicht in den Einzelheiten da jedes Mal verfummle und verliere. Und deshalb ist es so, dass im Augenblick viele Kinder wieder unbedingt in die Schule wollen, aber nicht, um dort Unterricht zu kriegen, sondern um ihre Kumpels wieder zu treffen und das Aufmerksam. Leben zu genießen. Also bei Einzelkindern ist es deutlich. Ja, und es macht aber auch noch ein anderes Defizit deutlich, nämlich, dass es außer Schule gar keinen Freiraum mehr gibt in der Gesellschaft, wo diese Kinder mal spielerisch ausprobieren können, wie was geht, gemeinsam mit anderen. Also das Vereinsleben liegt ja auch brach. Und das war aber schon so, auch schon in der letzten Zeit durch diese starke Nutzung digitaler Geräte in sich mehr oder weniger zusammengefallen. Das heißt, Kinder haben dann dieses Bedürfnis, mit anderen gemeinsam zu spielen, was zu entdecken, so wie das noch in meiner Zeit dann auf den Straßen vor den Häusern jeden Tag passiert ist. Das haben die längst verloren oder unterdrückt und befriedigend, das jetzt ersatzweise in den Chatrooms und mithilfe dieser digitalen Medien, auch in den Ballerspielen und was sie da alles so machen. Und dadurch gehen sie gar nicht mehr raus. Und dadurch gehen sie sozusagen vollkommen am Leben vorbei. Man kann doch nur lernen, wie das Leben geht, wenn man im Leben ist. Die Institution Schule ist schon Mist, aber die virtuelle Welt eines digitalen Gerätes ist noch größerer Mist. Dann lerne ich doch am Ende ja nicht, wie es Leben geht, sondern wie ich mich in virtuellen Welten zurechtfinde. Aber da haben wir mit Sicherheit ein Problem, auch wie wir uns als Gesellschaft aufstellen. Weil wenn wir die Kinder nicht mehr ermutigen, die Erfahrung zu machen, sondern ihnen einfach so ein Endgerät in die Hand geben oder zwei, manche haben ja drei von der Spielkonsole und dann nur zufrieden sind, wenn die Kinder heimkommen, sich vor diesen Rechner setzen und damit ruhig und das Leben für die Eltern entspannt ist, dann vergeben uns natürlich viele Chancen. Das ist ja fast wie, ich habe jetzt irgendwie Kopfschmerzen, also ich nehme das Aspirin, statt zu schauen, woher kommen die Kopfschmerzen. Vielleicht ist es ja ein Hinweis. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen mit Corona in der Impfung, ist ja auch wieder die Hoffnung, wir kriegen jetzt eine Impfung und alles ist weg. Nur, ob Ja. das wirklich so ist, unser Wunschbild, das wird sich dann irgendwann nächstes Jahr zeigen. Das ist immer so, dass Menschen mit irgendwelchen Vorstellungen losrennen und sie dann wohl hoffentlich früh genug merken, dass sie sich verrannt haben. Aber anhand der Schule siehst du, wie beharrlich die Menschen in diesen Vorstellungsmustern gefangen bleiben und sich gar nicht vorstellen können, wie sich das ändern ließe oder wie das irgendwie anders werden kann. Wir versuchen im Augenblick so eine Bewegung in Gang zu bringen. Das kann ja auch mal ein Weg sein. Also eine Bewegung von Eltern, Lehrern, überhaupt allen an der Zukunft unserer nachwachsenden Generation Beteiligten unter dem Motto Lernlust statt Schulfrust. Mit der einen einzigen Forderung, bitte, es darf an keiner einzigen Schule in unserem Land mehr ein Kind seine ihm angeborene Freude am Lernen verlieren. Wenn die das schaffen würden, wäre alles gut. Das wäre super. Wenn ein Kind seine Freude am Lernen hat, dann lernt es was. Also dann sucht sich auch was. Und dann wird es auch merken, dass das gar nicht so blöd ist, sich die Photosynthese und die Integralrechnung anzueignen und auch mal Goethe zu lesen. Weil das gehört in diese Lernlust rein. Die wird ja immer größer, je mehr man dann in die Tiefe geht. Und dann braucht man nicht Abschlüsse, sondern da braucht man junge Leute, die aus der Schule kommen, bei denen nicht die Freude am Lernen verloren gegangen ist und die null Bock auf Schule haben, sondern das wären dann welche, die sagen, hey, wo ist das nächste, wo ist die nächste Gelegenheit, wo ich hier was machen kann, wo ich was entdecken kann, wo ich was gestalten kann. Und wenn die dann merken, sie brauchen Chinesisch, dann dauert das ein Jahr und dann haben die sich das angeeignet, wenn sie das wollen. Das brauchen sie nicht in der Schule oder beim Englisch. Und wozu soll man Kinder im Kindergarten mit Englisch belästigen? Die haben andere Dinge, die sie interessieren. Und am Ende kommt ja da auch nichts Besseres raus. Wenn aber dann ein 18-Jähriger auf die Idee kommt, er braucht wirklich unbedingt Englisch, weil er sonst nicht mehr weiterkommt. Und er will das jetzt wirklich lernen und er hat diese Freude am Lernen nicht verloren, dann eignet er sich das an.
bin ja in der DDR groß geworden, da hatte ich kein Englisch, da hatte ich Russisch und Latein. Und das war mir so wichtig, Englisch zu lernen, bin ich als Gymnasiast nach dem Schulunterricht am jeden Abend in die Volkshochschule gegangen und habe Englisch Abitur gemacht. Aus eigenem Antrieb, weil ich es wollte. Aus dem eigenen Antrieb. Jetzt haben wir ja die Situation. Ich glaube, ich kann besser Englisch als die, die da im Unterricht Englisch gelernt haben. Ja, gewiss. Nachhaltiger. Ja. Das Spannende ist ja, jetzt gibt es natürlich einige Kinder, die sind schon, ich sage es nicht verloren, aber die sind schon weit weg von diesem Gefühl des eigenständigen Lernens. Und jetzt muss man einerseits ja wieder was zurücknehmen, also wieder das abtragen, diese Schalen, diese Schichten, die sich gebildet haben, dieser Panzer um die Kinder, um zu gefallen, um die Noten halt zu liefern oder schon gar nicht mehr. Das muss man alles irgendwie wieder zurückdrehen auf dem Stand, wo die Kinder mit Lust und Begeisterung lernen. Und dieser Transformationsprozess, wie kann man den anstoßen? Du hast ja die Schulen im Aufbruch mal mit initiiert. Ist das ein Weg dafür? Ja, wichtig ist, dass man sich erstmal selber klar macht, dass die Kinder sich diese Freude selbst sozusagen im Hirn, nicht absichtlich, aber die hat sich, diese Bereiche im Hirn, die Freude am Lernen hervorbringen, die haben gestört bei der Art von Schule, wo sie waren. Und deshalb mussten die weg und die sind dann, da sind hemmende Vernetzungen drüber gewachsen und dann ist es weg. Dann ist das Bedürfnis, was zu entdecken, weg, was zu gestalten. Aber dann kann man eben das machen, was der Lehrer sagt. Und dann passt man in das System. Das heißt, die haben sich das selbst ins Hirn gebaut und wenn das jetzt über eine längere Zeit so genutzt worden ist, dann sind die damit identifiziert. Das heißt, das ist jetzt Teil ihres eigenen Selbstbildes geworden, dass es einfach notwendig ist, dass man gezwungen wird zum Lernen. Also die haben ja so Umfragen gemacht, wollt ihr lieber das Sitzenbleiben abschaffen oder die Schulzensuren? Nee, die Mehrheit der Schüler behauptet, das sei notwendig mit dem Sitzenbleiben und mit den Schulzensuren, sonst würden sie nichts lernen. Das heißt, die haben schon das alles so sehr internalisiert. Die Droge sozusagen geschluckt. Da ahnt man jetzt, wie schwer das ist, wenn die wieder lebendig werden wollen. Oder wenn man denen helfen will, wieder in ihre alte, ehemals vorhandene Lernlust zurückzufinden. Und das wird natürlich nun in keiner Weise gehen, indem man die Bemühungen, den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen, noch verstärkt. Das macht das Ganze noch schlimmer. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, man kann nicht das Gleiche, oder man kann nicht ein Problem mit der gleichen Denkweise lösen, wie es entstanden ist. Ja. Also wirklich, vielleicht ist das ein Vorschlag, also damit wir mal überhaupt in ein anderes Denken kommen, könnte man sagen, wir führen ein Jahr lang ein, indem die jetzt Corona-geschädigten Kinder ihre Freude am Leben zurückgewinnen. Also mir würde ja spontan... Machen nichts mehr, was die weiterhin in eine Situation bringt, wo die ihre eigenen Denkerfreude und Gestaltungslust unterdrücken müssen. Das würde dann schon interessant werden, was uns da überhaupt einfällt. Weil damit man sich um was kümmern will und was entdecken will, damit man was gestalten will und was entdecken will, braucht es etwas, was in unserer Gesellschaft fast als Wort schon abhanden gekommen ist und wo viele junge Leute, wenn ich sie frage, eigentlich gar nicht so richtig mehr antworten können. Das ist, du musst das Bedürfnis haben, dich um etwas zu kümmern. Es muss irgendwas auf der Welt geben, was dich so fasziniert, dass du dich darum kümmern willst. Also das Meerschweinchen meinetwegen, aber vielleicht auch der Fluss da draußen oder der Bach, der da völlig verdreckt ist oder die Pflanzen, die da an manchen Stellen nicht mehr wachsen können. Also oder auch andere Menschen, vielleicht die Nachbarin oder keine Ahnung. Aber das Wichtigste im Leben eines Kindes ist, dass es dieses Bedürfnis stillen kann, sich um etwas zu kümmern. Dadurch erlangt man das Gefühl eigener Bedeutsamkeit und wird nicht von den Bedeutsamkeitszuweisungen, also von Lob und Anerkennung durch Dritte abhängig. Man kümmert sich ja um etwas, weil es einem selbst am Herzen liegt und nicht, weil man anschließend eine Belohnung dafür kriegt. So, und dieses Kümmern ist fast verschwunden. Das heißt, nach Corona wäre es toll, wenn man die Kinder fragen würde, ob sie denn Lust hätten, sich um irgendwas zu kümmern. Und da wird man wahrscheinlich eine ganz bittere Überraschung erleben. Die meisten Kinder haben kein Bedürfnis, sich um irgendwas zu kümmern.
Es ist weg. Wir haben sie über Jahre hinweg entweder ja, wie im Zirkus abgerichtet und dressiert, das zu machen, was uns wichtig war, oder wir haben sie beschäftigt. Also bespielt, bespaßt, beschäftigt, Freizeitgestaltung gemacht. Aber dass man mal ein Kind dieses Erlebnis hatte, wie das ist, wenn es sich um etwas kümmert und dann durch das Kümmern auch etwas ins Wachsen kommt, was normalerweise ohne sein Zutun so hätte gar nicht werden können. Ja. Das ist eine der schönsten Erfahrungen für Kinder und die halten wir den Kindern vor. Ich habe mal ein Experiment gestartet, weil aus dem Film heraus, aus dem Alphabet-Film, habe ich sozusagen meine Ankerpunkte aufgeschrieben, wie eine Schule für mich aussehen sollte, eine zukünftige, ich habe die Schule des Werdens genannt. Und ein Baustein war dieser Dialoggarten, habe ich ihn genannt, dass in einer Freifläche im Grünen, im öffentlichen Park, die Schule diesen bewirtschaftet mit Kräutern und Ähnlichem bepflanzt und dann in Dialog kommt mit anderen Bürgern und die gemeinsam dann dieses Beet pflegen. Die Initialisierung war super, war richtig schön, waren Tulpen zuvor drin, die hat man dann verschenkt, dass sozusagen die Pflanze weitergereicht wird und das Neue dann bereitet wird. Und dann kam es natürlich immer, wie es kommt, in den Sommerferien sind die Schulen leer und das, was da angebaut wurde, ist natürlich dann weder gegossen worden noch sonst irgendwie was. Also genau das, was du sagst, es kümmert sich dann irgendwie keiner damit. Und diese schöne Fläche, die natürlich zuvor von der Stadt wunderbar bepflanzt wurde, sah dann ein bisschen krautig und rübig aus. Und dann kam natürlich sofort der Bürgerverein und hat sich beschwert beim entsprechenden Amtsleiter. Und ja, das Projekt gab es in den Folgejahren dann nicht mehr. Also von daher, das kann ich absolut bestätigen. Und wo ich vorhin so spontan gesagt habe, da fällt mir was dazu ein, was mir dann in den Sinn kam, diese Naturerfahrung, dass man ein Jahr, wenn man die Kinder jetzt ein Jahr weg, raus aus diesem Raum Schule nimmt, rein in diesen Raum Natur und dieses Vertrauen wieder aufbaut, also das Vertrauen einerseits in die Gruppe, dass diese Klassengruppe und die Mitschüler, Mitschülerinnen auch was Tolles leisten können und nicht nur dieses Gegeneinander ist. Und dann über die Natur, vielleicht genau wie du sagst, dort die Verantwortung finden für irgendein Projekt, für einen Baum, für einen Bach, für was alles Natur ausmacht. Noch haben wir ja genug Natur. Hier mangelt ja nichts. Es mangelt ja an diesem Kleben, an diesem Rechner, an dem Kleben in diesen vier Wänden und sich mal rauszubewegen. Ich merke es auch, wir gehen ab und zu paddeln. Und es fällt mir selber schwer, so den ersten Schritt. Aber wenn ich den Kanadier mal auf dem Dach habe, in dem Augenblick, wo das Boot auf dem Dach ist, und wir dann losfahren zum Rhein, in die Rheinau, und ab dann läuft die Sache. Und dann ist es auch traumhaft schön. Aber diesen ersten Schritt einfach zu schaffen, mal raus. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es inzwischen eben viel zu viele Kinder und Jugendliche gibt, die da draußen mit dem, was die Natur bietet, gar nichts mehr anfangen können. Weil inzwischen ja auch die Eltern die Natur eher benutzen, als dass sie sich als Teil dieser Natur verstehen. Und die fahren mit ihren Mountainbikes da durch. Ja. Da wird der Wald eigentlich benutzt wie eine Rennstrecke mit viel Sauerstoff und grünen Bäumen. Und das haben die Kinder sozusagen mit der Muttermilch jetzt übernommen. Und deshalb rennen die im Wald rum, brechen Äste ab, machen da sonst was und benutzen eigentlich den Wald als Spielwiese. Aber das ist was völlig anderes als das, was ich meine, nämlich dass sie sich mit dem Wald und mit dem Lebendigen verbinden und dort auf einmal Entdeckungen machen. Ja. Wie das Leberblümchen jetzt gerade aus der Erde kommt. Das ist wahrscheinlicher, dass sie mit ihrem Mountainbike drüber fahren. Ja. Ohne es auch nur zu bemerken und schon gar nicht zu wissen, dass es ein Leberblümchen ist. Interessiert sie auch nicht. So, und das heißt, wenn du jetzt Politiker wärst und du würdest so etwas anordnen, dann wirst du scheitern, so wie du mit deinem Blumenbeet da schon gescheitert bist oder mit deinem Kräutergarten. Weil es mit diesen Kindern gar nicht funktioniert. Deshalb hat es auch keinen Sinn, dass sich dauernd Erwachsene was ausdenken, was die Kinder mal Schönes machen können. Weil es in der Umsetzung dann gar nicht funktioniert. Ja, das musste ich kläglich selber merken, dieses helfen wollen, tolle Idee, auf dem Papier,
wirklich gut, aber in der Praxis genau daran scheitert. Exakt. Und deshalb ist es möglicherweise sinnvoller, mit den Kindern erstmal in einen ruhigen Raum zu gehen und die endlich mal ernst zu nehmen und sie zu fragen, ob sie denn nicht irgendwas haben, worum sie sich, nicht was sie machen wollen, sondern worum sie sich kümmern wollen. Ja. Und dann der Frage gemeinsam nachzugehen, warum ihnen da nichts einfällt. Bis dorthin, dass sie merken, das ist eigentlich ein scheiß Leben, wenn ich gar nichts habe, wo ich merke, wie schön das ist, wenn ich mich darum kümmere. Und das ist ja praktisch, da dreht sich im Kopf ja dann auch alles um. Und dann könnte man sagen, okay, jetzt gibt es vielleicht ein paar, die das erkannt haben und die Lust haben, sich um was zu kümmern. Und die kann man dann dabei unterstützen, dass die das, was die machen wollen, auch hinkriegen. Das ist pädagogische Kunst. Nicht den Kindern was einzureden, sondern ihnen die Steine zur Seite ermöglichen. Aus ihnen heraus will, auch sich entfalten kann. Ja. Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Ja. Ja. Und mit dem Mountainbike fiel mir gerade das Beispiel an, wo wir letzte Woche wandern waren und dann vielleicht 12-Jährige mit den Mountainbikes auf einem ganz engen Wanderweg, vielleicht 50 Zentimeter breit, dann so runtergebrettert sind mit Vollbremse um die Kurve. Da konnte ich dann auch nicht mehr halten und musste dann zusammenscheißen. Weil das, was die da gemacht haben, war genau die Wurzeln alles rausreißen und die Steine raus, dass beim nächsten Regen der Hang abrutscht. Ja, aber du weißt, dass das nichts nützt, wenn du die zusammenscheißt. Die werden dich für einen blöden alten Sack halten. Ja, ich habe es freundlicher formuliert. Es war, ich habe sie darauf hingewiesen, ob sie wissen, was sie da tun. Auch das ist ja, wir sind selbst in dem Muster drin. Du machst sie zum Objekt deiner Belehrung. Letztendlich, ja. Also, aber ich konnte da nicht anders, als zumindest das Wort zu erheben. Es ist ja meistens so, dass man in etwas schwierigeren Situationen, wo es emotional wird, wieder in die alten Muster zurückfällt. Und dann macht man genau das, wie man es nicht machen wollte. Also viele Väter haben das sicherlich erlebt, wie sie gesagt haben, so wie mein Alter will ich das nie machen. Und dann ist aber der Sohn wieder so renitent und schon macht überhaupt nicht das, was man will. Und dann verlieren die regelrecht den Kopf und dann erleben die sich selbst so agierend wie der Alte. So, und das ist, jetzt müssen ja junge Leute sein, die das alles reflektieren. Ich weiß, dass es solche gibt. Da wächst jetzt eine Generation von solchen jungen Eltern heran. Da habe ich auch viel Hoffnung, dass die da das Alte nicht fortsetzen. Die müssen so radikal sein, dass die auch den Ratschlag aller Erwachsenen ablehnen. Mhm. Die sind sozusagen belehrungsresistent, theorieresistent, die hängen keiner Ideologie an, die machen das, was sie für richtig halten, vielleicht in der kleinen Community, wo die anderen das auch so machen, da stärken sie sich. Aber die sind im Grunde genommen auch nicht bereit, ein Gespräch mit mir zu führen. Also auch mit mir nicht. Mhm. Weil die haben unverbrüchlich mit dieser Erwachsenengeneration abgeschlossen. Die wollen von denen nicht mehr hören, wie es gemacht werden muss, weil die sagen, ihr habt sowieso nur dummes Zeug geredet und habt Dinge gemacht, die wir jetzt ausbaden müssen. Wir wollen mit euren Vorstellungen nichts mehr zu tun haben. So radikal könnte die Ablösung dann laufen. Ja, weil wenn es einen Stein ins Rollen bringt? Ein bisschen ablösen geht nicht. Entweder du machst es konsequent. Ja, und dann machen die das halt. Ja. Und das sind dann andere Eltern. Die bringen auch andere Kinder in die Schulen. Also mit den Kindern, die hervorbringen, ist die Schule hoffnungslos überfordert. Mhm. Die können ja zum Teil schon perfekt lesen und schreiben und rechnen, wenn die in die Schule kommen. Im Grunde, wenn die als leuchtendes Beispiel vorauslaufen und anderen Eltern zeigen, hey, so kann es auch funktionieren. Ja, aber dem ist das Schulsystem ja nicht gewachsen. Was machst du denn mit einem, der mit 5 in die Schule kommt und alles das, was du ihnen in den nächsten 3 Jahren beibringen willst, schon kann? Dann kannst du doch gleich Grundschule überspringen lassen. Dann ist er auf einmal der Zwerg und innerhalb von einer Gruppe von viel älteren Kindern, die werden den mobben und werden ihn fertig machen. Das natürlich, weil die Angst vor dem Neuen natürlich überwiegt, weil jeder hat eine Angst in dem alten System, einen Arbeitsplatz nicht zu bekommen, weil jemand anders besser ist. Also Darwins Evolutionstheorie steckt ja da irgendwo in den Köpfen drin.
Nee, das, ja, weiß nicht, ob das was mit Darwin zu tun hat, aber Ich sage jetzt diese Survival of the Fittest. du bist jetzt 10 und dann bist du jetzt in irgendeiner so vierten Klasse und dann kommt da plötzlich einer, den haben sie hochgestuft, weil er so viel weiß, und dann hast du als 10-Jähriger einen 5-Jährigen, der dir zeigt, wie Lesen und Schreiben und Rechnen geht. Da kriegst du Wut. Dann wird es deprimierend, das Leben. Ja. Den machst du fertig, weil das Genau. kannst du nicht aushalten. Weil Ja. er als Konkurrenz, glaube ich, empfunden wird. Aber noch nicht als Partner. Ich bin kein Freund von dieser Konkurrenz. Es ist einfach eine Verletzung. Verletzung deines Selbstbildes. Du musst nicht unbedingt versuchen, besser zu sein als der, aber du kannst das nicht zulassen, dass so ein kleiner Zwerg Sachen kann, die und dir zeigen will und dir vormacht, wie was geht, was du selber noch nicht verstanden hast. Das hat also Ich sehe Verletzung das ja bei meinen Kindern. ist besser. Ich sehe das bei meinen ja, die so alle so 2 Jahre grob auseinander sind. Wenn der Jüngste in einem Bereich mehr weiß als der Älteste oder zwischendrin, dann geht dieses Denken schon los. Ja, aber eben wie gesagt, ich weiß nicht, Konkurrenz ist da, glaube ich, der falsche Begriff. Das ist eine Verletzung, die ich Ja, auch. Verletzung passt besser. Das wäre für mich auch verletzend, wenn ich da plötzlich so einen 18-Jährigen hätte, der besser Bücher schreiben kann als ich. Fände ich Mist. Nee, Weil Verletzung passt gut. Ich habe jetzt nur gerade nachgespürt. gar nicht, passt ja gar nicht. Ich meine, wenn ich brauche so viele Jahre, um so schreiben zu können wie heute, und jetzt kommt da ein 18-Jähriger und macht das, Genau. würde ich auch sagen, also was ist denn los? Das passt doch nicht. Geht gar nicht. Nee. Hat mit Ja, Konkurrenz nichts tatsächlich. zu tun, sondern das ist ja meine Vorstellung, dass man eine innere Reife erstmal haben muss, bevor man sowas schreiben kann. Und jetzt macht er das einfach, der hinterfragt und zerstört ja sozusagen meine ganze Vorstellung. Aber woher kommt denn die Verletzung? Weil die sitzt ja tief in uns drin. Ja, du bist natürlich identifiziert mit den Überzeugungen, zu denen du im Laufe deines Lebens meist auf sehr schmerzhafte Weise gelangt bist. Also zum Beispiel mit der Überzeugung, die Überzeugung, dass ohne Druck keine Leistung kommt, ist eine schöne Überzeugung. Die hast du schmerzhaft am eigenen Leib und dann hast du sie dir zu eigen gemacht, und dann bist du der Meinung, dass du dann Professor für Informationstechnologie geworden bist, weil es auch Leute gegeben hat, die dich auch immer wieder gedrückt haben und gesagt haben, hier, hau ran und mach, und dann die Prüfung und dann die Qualifikation und das und noch die Publikation, und das hast du alles so tapfer mitgemacht. Und dann hast du dabei vielleicht deine Familie ruiniert und die Kinder hast du verloren, weil du hattest gar nicht genug Zeit. Um dich selbst hast du dich auch nicht mehr gekümmert. Hast dann schon die ersten Gebrechen, weil du da also immer viel zu lange und zu oft vor dem Rechner gesessen hast. Und dann komme ich an und sage, sag mal, was machst du denn da überhaupt? Du folgst einem Bild, das ist doch total bescheuert. Es geht mehr kaputt und du wirst ja immer unlebendiger. Und dann wirst du mit Händen und Füßen dein Bild verteidigen. Du willst mit mir nichts mehr zu tun haben. Wir sind geschiedene Leute, weil ich etwas gewagt habe, was ungefähr so schlimm ist, als ob ich dir den Arm abzusägen versuche. Du bist mit deiner Vorstellung von dem, worauf es im Leben ankommt, genauso eng verbunden wie mit deinem rechten Arm. Und deshalb werden die Leute so aggressiv, wenn man denen mit Zweifeln kommt, ob die Vorstellung, die sie verfolgen, überhaupt eine sinnvolle Vorstellung ist. Ja. Jetzt muss ich noch ein bisschen was anderes machen. Ich glaube, durch deine Fragen durch. Wir haben uns auch wieder Ja. in alle möglichen Bereiche. Weil die spannende Frage, und da hast du in deinem Buch ja so eine Lösung gegeben, diese Selbstliebe. Also sich da an der Stelle wieder mehr akzeptieren. Dazu muss man aber zuerst mal wieder genauso einen Schritt zurückgehen und dieses Ganze sehen. Also das, was einen insgesamt ausmacht und nicht nur dieses Detail, wo man jetzt optimiert hat. Sprich, man hat jetzt sich optimiert, besser zu sein oder mächtiger zu sein oder reicher zu sein. Und wenn man einen Schritt zurücktritt und das gesamte Bild sieht, dann sieht man vielleicht genau das, was du gesagt hast, den Scherbenhaufen, den man hinterlassen hat, diese traurigen Gesichter, diese Verletzungen.
Und vielleicht kann man daraus dann einen Weg folgen, der das Ganze wieder integriert. Und da fand ich dein Buch einfach super gut, weil mit der Selbstliebe, das ist ein guter Anfang. Vielen Dank. Es ist einfach so, dass du wieder Kontakt zu dir selbst kriegst, ja, indem du anfängst, mal ein paar Sachen zu machen, wo du auch spürst, dass es dir gut tut. Jawohl. Es tut nicht gut, immer mit Vorstellungen umherzurennen, von denen man glaubt, dass die irgendwie was bringen, dass man damit erfolgreich ist oder dass man das so machen muss und man sich dabei selbst vergewaltigt. Das ist dieses Leben im Hamsterrad der eigenen Vorstellung. So, und da mal sowas ab und zu, das mal anzuhalten und mal rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt ist mal so, mache ich es mal anders, und dann kriegst du wieder Zugang zu dir selber. Ja, und das könnte jetzt wirklich die große Chance in Corona-Zeiten sein. Das ist das, was jetzt passiert, ja. Für eine ganze Menge von Menschen ist jetzt so eine Situation entstanden, wo das ganze Rumgerenne im Außen eigentlich keinen Sinn mehr macht, wo die auf sich zurückgeworfen sind. Und die Frage ist eben jetzt, ob sie das annehmen können als eine Wachstumschance, eine Entfaltungschance, oder ob sie wütend darüber werden und das Alte lieber schnell wiederhaben wollen. Mhm. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wie darum. Das jetzt entscheidet sich, ob der bestehende Raum irgendwann zum Traum wird. Und damit? Genau, und damit sind wir wieder auch bei der Schule. Beim Anfang und beim Ende, genau. Entscheidet sich jetzt, wie die Schule weitergeht. So. Exakt. Man hat eine Chance, es ganz anders zu machen, aber das kann auch sein, dass man sich dafür entscheidet, dass das Alte einfach so weitergeht. Und das braucht viele Engagierte, die mitmachen, die bereit sind, einfach auch neu zu denken und die Dinge mal anders zu sehen oder zumindest mal zu sehen, so wie sie sind. Weil allein, wenn man anguckt, wie die Dinge jetzt sind, wird den meisten auffallen, dass so, wie es ist, das nicht auf Dauer gut gehen kann. Und jetzt, wenn dich Leute die Fragen stellen, wie es anders gehen soll, dann kann man ja in Diskussion treten. Und dann kann man sich ja mal überlegen, gemeinsam, wie das aussehen könnte, so ein neues Schulsystem. Es gibt ja viele Vordenker und vielleicht gibt es auch viele Mitdenker. Es hat bisher in der Menschheitsgeschichte nicht so oft geklappt, dass man eine Fehlentwicklung und einen falschen Weg oder einen ungünstigen Weg verlassen hat und das korrigiert hat, weil man erkannt hat, dass das ungünstig ist. Meistens haben wir das erst dann erkannt, wenn wir da richtig auf die Nase am Abgrund. Mhm. Das heißt, das sind denn die Nachdenker. Ich sehe immer Vordenker, Mitdenker, Nachdenker. Und es wäre schön, wenn wir ja Mitdenker hätten, weil die Mitdenker denken noch, bevor wir am Abgrund stehen und runterfallen. Also von daher wünsche ich mir in Zukunft viele Mitdenker. Genau, und das sind solche kleineren Krisen, wo man nicht gleich das ganze System in Frage stellt, wo aber Nachdenken entsteht. Ja. Diese Corona-Problematik jetzt, die sind dann eigentlich ganz hilfreich. Ja. Vielen Dank. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis alles bald. Gute. Tschüss. Lass es dir gut gehen.